Willkommen bei Sägebob. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ich hier bei meiner Däumerkettensäge die Vergasereinstellung vornehme. Und warum muss ich das machen? Der Grund ist einfach erklärt. Ich hatte vor einigen Tagen den Vergaser ausgebaut, gründlich gereinigt und auch die R&H-Schraube herausgedreht. Und dementsprechend stimmt jetzt die Einstellung nicht mehr. Und gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb man eine Einstellung vornehmen kann? Ja, die gibt es. Der eine oder andere weiß es vielleicht, dass die Standortbedingungen einen Einfluss darauf haben können, wie gut oder schlecht der Vergaser funktioniert bzw. der Motor später läuft. Und dazu zählt unter anderem der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit, aber auch die Temperatur. Und da kann es je nach Standort bei euch nötig sein, eine kleine Feinjustierung vorzunehmen. Kann, muss aber nicht. Der größte Fehler wäre aber zu versuchen, mit einer Veränderung der Vergasereinstellung ein technisches Problem zu beheben. Kurzfristig mag das funktionieren, langfristig kann das aber zu Schäden führen. Was bedeutet das? Ganz einfach, wurde vorab der Luftfilter nicht kontrolliert. Die Zündkerze, bei Däumer ganz typisch hier, die Benzinpumpe, aber auch die Benzinleitungen, der Impulsschlauch, die Verbindung zwischen Vergaser und Zylinder, die Benzintankbelüftung, der Benzinfilter, aber auch das Polrad und die Zündspule, so lange sollte man keine Einstellung am Vergaser vornehmen. Bevor ich jetzt gleich zur Vergasereinstellung komme, hier noch der wichtige Hinweis. Ich habe in meiner Vorgehensweise über die Jahre gute Erfahrungen gemacht. Wenn ihr das auch so durchführt, dann macht ihr das immer auf eigenem Risiko. Und habt ihr die Kettensäge gerade erst gekauft, dann führt bitte die Vergasereinstellung nicht selber durch, denn ihr bewegt euch mit eurer Kettensäge da noch im sogenannten Garantie- und Gewährleistungszeitraum. Und solltet ihr dennoch dann eine Einstellung vornehmen und es kommt zum Schaden, kann es passieren, dass der Verkäufer oder eben der Hersteller sagt, nein, wir kommen für den Schaden nicht auf, denn du hast den Schaden aufgrund dieser fehlerhaften Einstellung selber verursacht. Da also immer aufpassen. Welche Werkzeuge werden benötigt? Für die L- und H-Schraube jeweils ein Schlitzschraubenzieher, für die S-Schraube bzw. für die Einstellung des Standgases einen Kreuzschraubenzieher und sehr zu empfehlen ein Drehzahlmesser. Eine weitere Voraussetzung für die Einstellung ist eine montierte Schneidgarnitur bestehend aus Schwert und Sägekette. Dann sollte der Kraftstoff neu sein und wichtig ist, die Motorabdeckung muss drauf sein sowie der Luftfilter eingebaut. Des Weiteren braucht ihr noch die Gebrauchsanweisung eurer Kettensäge. Und dort findet ihr bei den technischen Daten mehrere Angaben, die wichtig sind. Unter anderem die Leerlaufdrehzahl, die beträgt bei meiner Kettensäge 2800 Umdrehungen. Und zeitgleich braucht ihr noch die maximale Drehzahl. Und die befindet sich dahinter, ihr könnt das auch lesen, 12.800 Umdrehungen. Das ist wichtig, weil daran, an diesen Daten, bemisst sich dann später die Vergasereinstellung. Solltet ihr die Gebrauchsanweisung nicht mehr haben, dann geht mal auf die Webseite von Makita, dort könnt ihr euch die passende Gebrauchsanweisung für eure Däumerkettensäge herunterladen. Habt ihr eine Däumerkettensäge modernerer Bauart, wurde sehr wahrscheinlich ein sogenannter Limiter Gap eingesetzt. Das bedeutet nichts weiter als eine Oberbegrenzerkappe auf Deutsch. Die sitzt direkt auf der H-Schraube drauf und verhindert, dass man mit dem Schraubenzieher zur Schraube kommt. Ja? Der Schraubenzieher wird dann blockiert. Ist nur eine Kunststoffkappe. War hier bei der Däumer PS32C auch verbaut. Wozu ist diese notwendig? Ganz einfach. Damit soll verhindert werden, dass man selbst die Einstellung an der H-Schraube vornimmt bzw. die Höchstdrehzahl verändert. Diese wurde von Däumer schon optimal eingestellt in diesem Falle und soll unter anderem dafür sorgen, dass die Leistung sich optimal entfalten kann und die Abgaswerte dennoch stimmen. Da ich aber beide Schrauben draußen hatte, muss ich dementsprechend diese Kappe entfernen. Und hier habe ich aber mal ein Beispiel, wo ihr das sehen könnt. Bei meiner Däumer PS420C. Hier ist das Loch für die L-Schraube, da komme ich problemlos durch. Das gleiche dann für das Standgas bei der S-Schraube. Und hier bei H ist solch ein Kunststoffteil drin und ich komme nicht durch. Der große Vorteil ist für euch, habt ihr bisher immer nur eine Einstellung an der L-Schraube vorgenommen oder an der S-Schraube und die H-Schraube blieb gänzlich unberührt, dann habt ihr immer noch die Originaleinstellung des Herstellers drin und dann interessiert euch die H-Schraube in der Regel erstmal nicht, da eben die Höchstdrehzahl optimal eingestellt ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass bei eurer Kettensäge beide Einstellungen verändert wurden und so fangen wir mit der Grundeinstellung an. Nun, was macht die Grundeinstellung? Ganz einfach, die sorgt bei fast allen Kettensägen dafür, egal bei welchem Hersteller, dass die Kettensäge anspringt und läuft. Sie ist zwar noch nicht optimal eingestellt, aber sie läuft, was ja sehr wichtig ist. Und der erste Teil der Einstellung geht wie folgt. Ihr geht zuerst an die L-Schraube und dreht diese rechts herum im Uhrzeigersinn, bis ihr einen Anschlag spürt. Ganz vorsichtig, ist ein leichter Widerstand zu spüren, hört ihr auf. Hier ist der Widerstand, ich höre auf. Das gleiche jetzt mit der H-Schraube.
Ich merke einen Widerstand und höre auf. Und jetzt würde man es so machen, man dreht sowohl die L-Schraube als auch die H-Schraube eine Umdrehung nach links wieder raus. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, bei meinen Kettensägen, dass bei der L-Schraube eine Umdrehung plus eine Viertelumdrehung besser ist. Aber das müsst ihr austesten. Jetzt nehme ich hier einen Schraubenzieher, markiere mir hier noch einen kleinen Strich, so lassen sich die Umdrehungen besser zählen. Und jetzt gehe ich eine komplette Umdrehung raus, plus ein Viertel. Dann mache ich den Strich wieder weg, setze an der Haarschraube an, mache eine neue Markierung und gehe eine komplette Umdrehung raus. Das ist jetzt bei mir die Grundeinstellung. Und ich versuche euch die Einstellung jetzt einfach zu erklären, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich mache die Kettensäge jetzt da an. Sobald der Motor läuft, drücke ich einmal kurz aufs Gas, deaktiviere die Kettenbremse. Und sollte bei eurer Kettensäge die Sägekette mitlaufen, macht ihr Folgendes. Ihr nehmt euren Schraubenzieher bzw. Kreuzschraubenzieher, geht in das Loch, wo S steht. Das S steht für Speed, könnt ihr euch aber auch merken mit Standgas. Und dreht den Schraubenzieher langsam nach links. Dann wird die Drehzahl sinken und irgendwann kommt der Punkt, wo die Sägekette stehen bleibt. Anschließend lasst ihr den Motor warm laufen, denn das ist sehr wichtig, ca. 3-4 Minuten. Denn eine Vergasereinstellung sollte man nur vornehmen, wenn der Motor eben warm ist. Ich mache jetzt aber noch Folgendes. Ich nehme die Motorabdeckung ab, nehme mir hier das Zündkabel und wickle den Drehzahlmesser drumherum. Das könnt ihr auch gleich noch machen als Vorbereitung. Ich starte jetzt gleich den Motor und ich habe mal das Standgas über die S-Schraube so eingestellt, dass die Sägekette sich auf jeden Fall mal mitdreht, damit ihr das mal sehen könnt. Ihr habt gesehen, auch bei mir hat sich die Sägekette mitgedreht, das war ja so gewollt. Und ich habe da nichts weiter gemacht, als mit dem Kreuzschraubenzieher die S-Schraube immer ein Stückchen weiter nach links gedreht, also heraus. Und dadurch reduziert sich die Drehzahl immer weiter und irgendwann bleibt die Sägekette stehen. Sollte bei euch der Motor immer wieder ausgehen, dann kann es sein, dass ihr das Standgas etwas erhöhen müsst. Also die Drehzahl erhöht sich dadurch, dass ihr diese S-Schraube nach rechts dreht. Und jetzt komme ich zur L-Schraube. Die L-Schraube ist einerseits zuständig für die Leerlaufdrehzahl in Kombination mit dem Standgas, dazu komme ich gleich, und für den Übergang in die Beschleunigungsphase. Als nächstes mache ich jetzt Folgendes. Ich gebe jetzt ein paar Mal Gasstöße und gucke mir mal das Beschleunigungsverhalten an. Zeitgleich suche ich mir jetzt die höchste Drehzahl bei der L-Schraube im Leerlauf. Und die Gasannahme war schon sehr gut, aber die optimale Leerlaufdrehzahl liegt ja weit darunter. Hier bei meiner Kette bei 2800 Umdrehungen. Und das passiert jetzt folgendermaßen, wie ich das erreiche, indem ich jetzt das Standgas, also die S-Schraube, wieder ein kleines Stück herausdrehe. Und dann sinkt die Drehzahl. Ihr habt gesehen, ich habe die 2800 Umdrehungen erreicht, plus minus 10, 20 Umdrehungen darüber und mal darunter. Und die Gasannahme war schon sehr gut. Das sollte bei euch auch dann der Fall sein. Also es sollte jetzt nicht so sein, ihr drückt aufs Gas und auf einmal geht der Motor aus oder die Drehzahl baut sich nur sehr schlecht auf. Dann müsst ihr immer wieder justieren. Und was ich gerade schon erwähnt hatte, war der Punkt, die L-Schraube
und die S-Schraube bzw. die Schraube für das Standgas beeinflussen sich immer gegenseitig. Das bedeutet, ihr müsst auch immer mal wieder dann, wenn das bei euch noch nicht optimal ist, die L-Schraube neu justieren, aber nur immer ein bisschen minimal, bis ihr irgendwann mal die optimale Leerlaufdrehzahl habt und die Beschleunigung. Und wichtig ist an dieser Stelle nochmals zu erwähnen, dass die L-Schraube nur für die Leerlaufdrehzahl zuständig ist und die Beschleunigungsphase. Das heißt, wichtig ist, dass der Motor hochdreht. Das bedeutet nicht, dass ihr das Gas voll durchdrücken könnt und der Motor erreicht die Höchstdrehzahl. Dafür ist die H-Schraube zuständig. Da sich die H-Schraube noch in der Grundeinstellung befindet, ist die Höchstdrehzahl noch nicht optimal eingestellt. Und um die Höchstdrehzahl einzustellen, ist es erstmal wichtig zu wissen, wie hoch ist die überhaupt? Bei meiner Kettensäge hier liegt die bei 12.800 Umdrehungen. Wichtig ist hierbei, diese auf keinen Fall zu überschreiten. Und um die zu erhöhen, drehe ich jetzt die H-Schraube ein kleines bisschen nach rechts bzw. hinein. Sollte ich über die Drehzahl kommen, dann drehe ich sie wieder ein kleines Stückchen zurück. Hier müsst ihr einfach testen, testen, testen. Und dabei ist es jetzt wichtig, Vollgas zu geben. Schon während der Einstellung gesehen haben, dass ich meine Höchstdrehzahl erreicht habe, also meine gewünschte Höchstdrehzahl, aber ihr könnt das noch mal sehen. 12.053 Umdrehungen. Jetzt wird sich der eine oder andere die Frage stellen, Moment mal, ich hatte doch was bei der Höchstdrehzahl von 12.800 Umdrehungen pro Minute gesagt. Ja, das ist richtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, immer einige Umdrehungen darunter zu liegen. So ist man auf der sicheren Seite. Und hier in dem Fall sind das jetzt so ungefähr 12.350, 12.400 Umdrehungen bei meiner Kettensäge. Das kann aber bei jeder Kettensäge etwas anders sein. Sehen, wie man eine Däumerkettensäge einstellen kann. Das ist zumindest meine Vorgehensweise. Und nochmal zusammengefasst, achtet auf die Leerlaufdrehzahl, auf eine gute Beschleunigung beim Gasgeben und auf die Höchstdrehzahl. Und vor allem überschreitet die Höchstdrehzahl nicht. Die Angaben zu eurer Kettensäge findet ihr in der Gebrauchsanweisung. Letztendlich, wenn ihr euch an diese Angaben haltet, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.